kaufen oder mieten. Gerd Kommer. Einleitung zum Buch. In dieser Einführung erwartet dich eine Reise, bei der du herausfindest, welche Wahl für dich die sinnvollste ist, das Kaufen oder das Mieten. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen beginnen selbst die überzeugtesten Mieter darüber nachzudenken, ob es nicht schlauer ist, in eine Immobilie zu investieren, anstatt auf ewig Miete zu zahlen. Der Wunsch nach langfristiger Sicherheit, die Verwirklichung des Traums von den eigenen vier Wänden und die Möglichkeit, beim Verkauf sogar Gewinne zu erzielen, haben ihre Reize, vorausgesetzt, es kommt nicht zu einem weiteren Immobiliencrash. In den kommenden Abschnitten erhältst du einen umfassenden Überblick über die entscheidenden Argumente, die sowohl für das Mieten als auch für das Kaufen sprechen. Du wirst erfahren, welche Faktoren du bei deiner Entscheidung berücksichtigen solltest und welche weit verbreiteten Ansichten sich letztlich als Mythen herausstellen. Des Weiteren wirst du in diesen Abschnitten entdecken, warum die wichtigsten Argumente für den Kauf nichts mit finanziellen Aspekten zu tun haben, warum ein Haus keine besonders effektive Form der Altersvorsorge darstellt und warum Zwangssparen zwar negativ klingen mag, in Wirklichkeit jedoch von Vorteil ist. Kernaussage 1. Die allgemeine Meinung zur Frage kaufen oder mieten beruht auf vielen Halbwahrheiten. Die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Miete versus Eigentum ist weit verbreitet und oft von Halbwahrheiten geprägt. Während die allgemeine Meinung häufig zugunsten des Hauskaufs geht, basiert sie auf einigen Mythen und unvollständigen Annahmen. Zum Beispiel wird oft behauptet, Miete sei reine Geldverschwendung und der Wunsch nach Eigentum sei ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Doch in der Geschichte war das Mieten von Wohnungen schon in der Antike üblich und wurde für seine Flexibilität geschätzt. Weitere Argumente für den Hauskauf drehen sich um die Altersvorsorge und die langfristige sichere Investition. Doch in der Realität erfüllt Eigentum oft nicht die Erwartungen, da es unmöglich ist, vorherzusagen, welche Wohnlagen langfristig stabil bleiben und einen konstanten Wert haben. Es ist auch ein Mythos, dass ein Eigenheim in Zeiten hoher Inflation Schutz bietet, im Gegensatz zu zum Beispiel Sparbüchern, die an Wert verlieren. Tatsächlich verlieren viele Immobilien über die Zeit an Wert, und hohe Inflation kann dazu führen, dass niemand mehr in der Lage ist, den richtigen Preis für Immobilien zu zahlen. Was ist mit Mietsteigerungen? Ist dein Eigenheim nicht der beste Schutz dagegen? Das stimmt zwar, aber in Deutschland steigen die Löhne im Durchschnitt genauso schnell wie die Mieten. Daher gibt es normalerweise keinen Grund, vor steigenden Mieten Angst zu haben. Wer sich ein Haus kauft, um steigenden Mieten zu entgehen, könnte genauso gut aus Angst vor steigenden Lebensmittelpreisen einen Bauernhof kaufen. Diese Kernaussage betont, dass viele weit verbreitete Annahmen über den Vergleich zwischen Miete und Eigentum auf unvollständigen oder fehlerhaften Informationen beruhen. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und sich nicht von populären Mythen leiten zu lassen. Kernaussage 2. Die meisten Menschen erhoffen sich von einem Eigenheim unrealistische Rendite und Sicherheit. Viele Menschen, die ein Eigenheim erwerben, hegen oft überzogene Erwartungen hinsichtlich der erzielbaren Rendite und langfristigen Sicherheit. Sie glauben, dass sie in ihrem Eigenheim so lange wohnen können, wie sie möchten, und es mit Gewinn verkaufen können, wenn sie es nicht mehr benötigen. Allerdings sind diese Erwartungen oft unrealistisch. Die durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Immobilien liegt bei unter 1%. Die tatsächliche Rendite ergibt sich aus der Wertsteigerung, den eingesparten Mietkosten und den Kosten für Instandhaltung. Zusätzlich müssen Kaufnebenkosten wie Maklergebühren und Steuern berücksichtigt werden, die in Deutschland bis zu 10% des Kaufpreises ausmachen können. In den meisten Fällen lohnt sich der Kauf finanziell nicht. Die zukünftige Preisentwicklung von Immobilien ist schwer vorherzusagen, da zuverlässige Daten fehlen und Faktoren wie Inflation die Preisentwicklung beeinflussen. Ein Anstieg des Quadratmeterpreises in einem Viertel bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Verkäufer mehr Profit erzielen und garantiert auch nicht, dass du deine eigene Immobilie in der Zukunft gewinnbringend verkaufen kannst. Die Hoffnung auf Sicherheit wird oft enttäuscht, da die Instandhaltungskosten einer eigenen Immobilie häufig unterschätzt werden. Banken verwenden mitunter irreführende Daten und Indizes, um niedrige Instandhaltungskosten vorzutäuschen. Wenn nicht ausreichend in die Instandhaltung investiert wird, verliert die Immobilie an Wert, mehr als durch steigende Marktpreise gewonnen wird. Obwohl viele glauben, dass Immobilien sicherer sind als Aktien, ist das Risiko oft unterschätzt. Preisverfälle bei Immobilien verlaufen oft schleichend, was zu einer Unterschätzung des Risikos führt.
Zusätzlich ergeben sich weitere Probleme, wenn der Kauf eines Eigenheims durch Kreditaufnahme finanziert wird. Kernaussage 3. Bankberater sind nicht objektiv und drängen zum Kauf auf Kredit. Trotz der vorherigen Erkenntnisse, die einige Menschen vielleicht zweifeln lassen, gibt es immer noch diejenigen, die fest davon überzeugt sind, dass sie eine ganz besondere Immobilie gefunden haben, die ihnen eine sichere Rendite garantiert und die sie unbedingt mit einem Kredit kaufen möchten. Allerdings sollten Kreditnehmer den Aussagen von Bankberatern nicht bedingungslos vertrauen, da Banken nicht das Wohl der Käufer, sondern ihre eigenen Interessen im Blick haben. Bankberater leben von der Vergabe von Krediten und werden immer versuchen, diese als die beste Option darzustellen. Wer objektive Beratung sucht, muss einen Experten finden, der nicht auf Provisionsbasis arbeitet, und solche Experten sind oft teuer. Bankberater verwenden bewusst Daten und Indizes, die die Käufer in die Irre führen sollen, um möglichst viele Kredite zu verkaufen. Sie präsentieren Preisentwicklungen mit zu wenigen Messpunkten, in denen kurzfristige Schwankungen nicht sichtbar sind. Darüber hinaus können auch Bankberater nicht in die Zukunft schauen, sonst gäbe es keine Immobilienkrisen wie die von 2007. Sie betonen auch gerne vermeintliche Steuervorteile, die jedoch oft geringer ausfallen als behauptet. Die historisch niedrigen Zinsen, die Kredite attraktiv machen, sind kein überzeugendes Argument, da die Zinsen in den meisten Jahren immer noch höher sind als die Wertsteigerung der Immobilien. Darüber hinaus nutzen Bankberater gezielt die Mythen, die bereits zuvor in den Blinks behandelt wurden, um Immobilien und Kredite zu verkaufen. Sie sprechen oft das Bedürfnis nach Sicherheit im Alter an und verschweigen dabei, dass andere Anlagearten oft besser geeignet sind. Sie übertreiben auch die erwarteten Preissteigerungen in bestimmten Lagen, ohne auf die Realitäten hinzuweisen, wie beispielsweise unterschiedliche Preissteigerungen in verschiedenen Teilen eines Landes. Kernaussage 4. Mieten ist flexibler als Eigentum und kann auch rentabler sein, wenn wir diszipliniert mit unserem Geld umgehen. Trotz der zahlreichen Argumente, die gegen den Kauf einer Immobilie sprechen, gibt es durchaus starke Gründe, die für das Mieten sprechen. Eine der überzeugendsten Argumente ist die Flexibilität, die in diesem Fall nicht nur bequem, sondern auch finanziell vorteilhaft sein kann. Der Kauf einer Immobilie bindet oft Kapital, das anderswo besser eingesetzt werden könnte. Wenn beispielsweise ein Paar mit 3 Kindern ein großes Haus kauft, in dem später nur noch die Eltern leben, wird Kapital an einen Ort gebunden, wo es vielleicht nicht optimal genutzt wird. Mieten hingegen erlaubt es, sich den Lebensumständen anzupassen. Mieter haben in der Regel weniger Schwierigkeiten, einen besser bezahlten Job an einem anderen Ort anzunehmen oder in eine kleinere Wohnung umzuziehen, wenn Bedarf dafür besteht. Diese Flexibilität kann erhebliche Kostenvorteile bieten, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten. Mieten kann sich auch finanziell auszahlen, insbesondere für diejenigen, die diszipliniert mit ihrem Geld umgehen und in alternative Anlagen investieren. Das bedeutet, dass diejenigen, die zur Miete wohnen und ihre Ersparnisse in sinnvolle Anlagen stecken, am Ende wahrscheinlich mehr Geld auf ihrem Konto haben. Eine kluge Anlagestrategie erfordert ein diversifiziertes Portfolio, das Sicherheit und Rendite bietet, ohne ständig überwacht werden zu müssen. Dazu gehört beispielsweise das Investieren in Fonds, die mit dem Markt wachsen, im Gegensatz zu Aktien, die gegen den Markt wetten. Die Diversifizierung von Anlagen und die Beschränkung von Anlagekosten sind ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Anlagestrategie. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Art des Sparens nicht immer einfach ist und eine gewisse Disziplin erfordert. Im Gegensatz dazu wird das monatliche Zahlen eines Kredits oder das Zurücklegen von Geld für die Instandhaltung bei Hausbesitzern oft positiver wahrgenommen, da dabei Eigentum aufgebaut wird. Schließlich können Mieter während und nach wirtschaftlichen Krisen oft besser abschneiden als Immobilieneigentümer. Mieten bleiben in der Regel relativ stabil, während die Verkaufspreise für Immobilien drastisch sinken können. Darüber hinaus werden Eigentümer nach Krisen oft stärker durch gesetzliche Belastungen betroffen als Mieter, wie dies beispielsweise nach der Hyperinflation der 1920er Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Kernaussage 5. Es gibt einige nicht finanzielle Argumente für den Kauf eines Eigenheims, aber nicht alle sind wirklich treffend. Obwohl der Kauf von Wohneigentum aus finanzieller Sicht oft keine überzeugende Wahl ist, stellt ein Haus oder eine Wohnung viel mehr dar als eine reine Investition. Es ist eine Lebensstilfrage. Auch unter den nicht finanziellen Argumenten für den Kauf gibt es einige, die nicht besonders überzeugend sind.
Zum Beispiel sollten potenzielle Käufer sich nicht von der Angst vor einer Kündigung leiten lassen, da der Mieterschutz in Deutschland stark ist und Mietverhältnisse oft langfristig sind. Ein weiteres oft genanntes Argument ist die Vorstellung, dass der Besitz eines Eigenheims die Lebensqualität steigern würde. Doch auch dieses Argument sollte kritisch betrachtet werden, da Hausbesitzer oft ortsgebunden sind und längere Arbeits- oder Schulwege in Kauf nehmen müssen, was langfristig zu Unzufriedenheit führen kann. Viele Käufer übersehen bei ihrer Entscheidung, dass ein Eigenheim die persönliche Flexibilität und Lebensplanung einschränken kann, insbesondere in Fällen von Scheidungen. Eine Immobilie kann schnell zu einem Klotz am Bein werden. Es wird oft behauptet, dass die wirklich besten Immobilien nur zum Kauf verfügbar seien und nicht zur Miete. Dies ist jedoch nicht korrekt, wie jeder sehen wird, der bei der Suche nach einem Mietobjekt nur halb so viel Zeit und Energie investiert, wie bei der Suche nach einem Kaufobjekt. Es gibt jedoch auch Argumente für den Kauf, die schwer zu widerlegen sind. Ein Eigenheim kann beispielsweise als Statussymbol dienen. Die Bedeutung dieses Aspekts hängt von den persönlichen Werten ab, aber er sollte nicht übersehen werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass es beim Kauf einer Immobilie oft leichter ist, finanzielle Unterstützung von Verwandten und Freunden zu erhalten, im Vergleich zum Mieten. In solchen Fällen kann es sogar ratsam sein, schon in jungen Jahren Wohneigentum zu erwerben, vorausgesetzt, die eingeschränkte Flexibilität ist akzeptabel. Schließlich bietet der Besitz einer eigenen Wohnung oder eines eigenen Hauses die Freiheit zur individuellen Gestaltung. Als Haus- oder Wohnungsbesitzer kann man die Immobilie nach den eigenen Vorstellungen renovieren, einrichten und gestalten, während Mieter oft Kompromisse eingehen müssen. Kernaussage 6. Zwei finanzielle Argumente sprechen für den Kauf eines Eigenheims. Obwohl wir festgestellt haben, dass der Kauf von Immobilien finanziell gesehen oft nicht rentabler ist als das Mieten und keine bessere Altersvorsorge bietet, gibt es dennoch zwei finanzielle Vorteile, die für den Kauf sprechen. Der erste finanzielle Vorteil des Immobilienkaufs besteht im sogenannten Zwangssparen. Dies mag zunächst beängstigend klingen, ist jedoch eine positive Sache, die auf wirtschaftlichen Prinzipien beruht. Theoretisch sollten die finanziellen Vorteile von Kaufen und Mieten in etwa gleichwertig sein, da der Markt Preise ausgleicht. Wenn beispielsweise Mieten erheblich teurer wären, würden mehr Menschen nach Immobilien zum Kauf suchen, was die Nachfrage und somit die Preise erhöhen würde. Allerdings wirkt hier die menschliche Vorliebe für den Immobilienbesitz irrationell und führt dazu, dass viele Menschen den Kauf bevorzugen, unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Der entscheidende Vorteil des Zwangssparens besteht darin, dass der Kauf einer Immobilie nicht als reine Investition, sondern als eine Art Sparvorgang betrachtet wird. Unter dieser Perspektive ergibt der Kauf Sinn. Die monatlichen Raten für ein Haus oder eine Wohnung, insbesondere wenn sie über einen Kredit finanziert werden, müssen regelmäßig bezahlt werden. Im Falle einer Miete können Mieter im Zweifelsfall in eine kostengünstigere Wohnung umziehen, während Eigenheimbesitzer sich eher darum bemühen werden, die monatliche Rate zu leisten. Dies führt zu einer erzwungenen Spardisziplin, die es leichter macht, den Sparplan einzuhalten. Zusätzlich zum Zwangsspareffekt gibt es einen weiteren wesentlichen Vorteil. Personen, die Immobilieneigentum erwerben, sind oft besser mit ihrem Vermögensbildungsprodukt vertraut als diejenigen, die beispielsweise in Aktien oder Fonds investieren. Ein Eigenheimbesitzer beschäftigt sich intensiv mit seiner Investition und folgt häufig der Buy-and-Hold-Strategie. Dadurch ist er tendenziell weniger anfällig für Risiken und Schwankungen, was ebenfalls einen direkten finanziellen Vorteil darstellen kann. Um auf dem Kapitalmarkt Rendite zu erzielen, ist eine gründliche Auseinandersetzung mit den vorhandenen Anlageprodukten erforderlich. Im Gegensatz dazu kümmern sich Immobilienbesitzer oft von Natur aus um ihre Investition. Fazit zur Kernaussage: Personen, die Flexibilität nicht als höchste Priorität erachten und Disziplin beim Sparen aufweisen, könnten vom Kauf einer Immobilie profitieren. Kernaussage 7. Grundsätzlich ist ein Kauf nur zu empfehlen, wenn die Immobilie dann auch selbst bewohnt wird. Bisher haben wir den Kauf von Immobilien aus der Perspektive betrachtet, dass der Käufer die Immobilie selbst bewohnt. Doch wie verhält es sich, wenn wir eine Immobilie lediglich als Anlageobjekt erwerben möchten, ohne selbst darin zu leben? Im Fall von Mietobjekten gestaltet sich die Situation völlig anders. In Deutschland befinden sich knapp 60% der vermieteten Wohnungen in privatem Besitz oder im Besitz von sogenannten Kleinanbietern, während der Rest professionellen gewerblichen Vermietern gehört. Auf den ersten Blick mag dies als lohnenswerte Option erscheinen. Tatsächlich ist dem nicht so.
Gewerbliche Vermieter bestimmen die Mietpreise auf dem Markt. Sie können kostengünstiger arbeiten, da sie beispielsweise von günstigeren Krediten profitieren und eine effiziente Hausverwaltung und einen Hausmeister beschäftigen können. Private Vermieter hingegen müssen oft auf teurere Arbeitskräfte zurückgreifen. Dennoch können sie durch die Mieten nicht mehr einnehmen als die professionellen Anbieter, was zu deutlich geringeren Gewinnen führt. Dennoch gibt es immer noch viele private Anbieter, da sie sich häufig nicht von ihren Immobilien trennen möchten, selbst wenn sich diese finanziell nicht rentieren. Es ist auch nicht sinnvoll, eine Immobilie zu erwerben und gleichzeitig in andere Anlageformen zu investieren. Wenn man eine Immobilie kauft, sollte man sich darauf konzentrieren, sie abzubezahlen. Jeder Haushalt hat eine Bilanz, die sich aus Fremdkapital, also Schulden und Krediten, sowie Eigenkapital zusammensetzt. Je höher der Anteil des Fremdkapitals ist, desto höher sind auch die Risiken. Daher ist es ratsam, das Eigenkapital zuerst dafür zu verwenden, Schulden abzuzahlen, anstatt parallel weitere Kredite aufzunehmen. Wer also erwägt, ein Haus oder eine Wohnung nur als Anlageobjekt oder als Teil seines Portfolios zu nutzen, dem sei hiermit abgeraten. Wenn Sie jedoch selbst in der erworbenen Immobilie wohnen möchten, können Sie anhand der Ratschläge aus unseren zuvor zusammengefassten Kernaussagen abwägen, welche Entscheidung die richtige für Sie ist. Zusammenfassung zum Buch Kaufen oder Mieten von Gerd Kommer. Die Kernaussage dieses Buches lautet: In Deutschland wird oft angenommen, dass Kaufen von Immobilien besser ist als Mieten. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass ein Eigenheim weder eine besonders rentable Anlage noch eine sichere Altersvorsorge darstellt. Stattdessen gibt es andere Faktoren wie die persönliche Gestaltungsfreiheit oder die Spardisziplin durch Kredittilgung, die für den Kauf sprechen. Umsetzbare Schritte. Verlasse dich nicht auf Vorhersagen zur Preisentwicklung von Immobilien, da diese oft auf bisherigen Entwicklungen basieren und sich als unzuverlässig erweisen können. Achte darauf, finanzielle Entscheidungen bezüglich Kauf oder Miete nicht nur auf Grundlage von Mythen und weit verbreiteten Meinungen zu treffen, sondern betrachte die tatsächlichen finanziellen und persönlichen Vorteile und Nachteile. Berücksichtige die langfristigen Auswirkungen deiner Entscheidung auf Flexibilität, Lebensstil und finanzielle Stabilität, bevor du dich für den Kauf oder die Miete einer Immobilie entscheidest. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!